Tatort Berlin. Ob Millionenraub im KDW, Überfall auf das Pokerturnier oder wie hier bewaffneter Überfall auf die Spielbank am Alexanderplatz. Immer stammen die Täter aus demselben Milieu. Sie sind Mitglieder berüchtigter libanesisch-kurdischer Großfamilien. Beim Landeskriminalamt wurde extra ein eigenes Kommissariat eingerichtet, das sich auf diese Schwerkriminellen spezialisiert hat. Bei der einen Familie, die über mehrere hundert Mitglieder verfügt, sind in den letzten 3 Jahren ca. 70 straffällig geworden. Und davon hat jeder im Durchschnitt 10 Straftaten begangen. Und dadurch ein Mehrfaches, das, was deutsche Straftäter im Durchschnitt begangen haben, im gleichen Zeitraum. Straftäter aus 10 solcher kurdisch-libanesischen Großfamilien bereiten der Polizei Probleme, haben mehrere tausend Straftaten in den letzten Jahren begangen. Angeführt werden die einzelnen Clans jeweils von einem Familienoberhaupt. Die Brüder, Söhne und Cousins erledigen alles, was richtig Geld bringt. In einzelnen Familien sind über 1000 Mitglieder polizeilich aktenkundig. Nach meinem Erkenntnisstand waren in den letzten Jahren bei spektakulären Raub- oder Einbruchstaten immer einzelne Mitglieder von arabischen Großfamilien beteiligt. Erkenntnisse, die aber nicht wirklich dazu führen, dass die Netzwerke zerschlagen werden können. Den Ermittlern ist es zwar gelungen, die Wurzeln dieser kriminellen Familienstrukturen zu rekonstruieren, doch hier zeigt sich auch das Problem, warum es so schwierig ist, sie abzuschieben. Die haben ihren Ursprung im Südosten der Türkei in der Nähe von Mardin, sind dann in den 70er, 80er Jahren in den Libanon gereist und von dort aus nach Europa, insbesondere mit dem Schwerpunkt Deutschland, wobei sie im Grunde ihre Original-Identitätspapiere weggeworfen haben und sich in Deutschland eine neue Identität gegeben haben. Die Pässe werden meist kurz nach der Einreise weggeschmissen. In den Archiven der Polizei lagert das, was vor allem an Flughäfen eher zufällig in Papierkörben gefunden wurde. Die Personen, die sich dahinter verbergen, behaupten, staatenlose Palästinenser zu sein und können so nicht abgeschoben werden. Ja, hier haben wir dann türkische Pässe. Unsere Sammlung ab 1996 sind hier reserviert ca. 1400 Dokumente. Und in diesem Schrank von den Jahren 1996 und 97 und in dem anderen Schrank, dann geht es weiter. Doch die Tatsache, dass Täter nicht einfach abgeschoben werden können, ist nur ein Teil des Problems. Schon bei der Feststellung der Straftaten stößt die Justiz an ihre Grenzen. Ein Beispiel. Vor gut einem Jahr geraten Mitglieder zweier berüchtigter Familien in Streit. Es fallen 18 Schüsse. Doch später, als es um Zeugenaussagen geht, herrscht das Gesetz des Schweigens. Die Mitglieder der verfeindeten Clans halten vor der deutschen Justiz zusammen, bringen das Verfahren so zum Platzen. Wenn aber nun die Geschädigten und die Täter sich einig sind, dass hier keine Aussage erfolgen soll, aus welchen Gründen auch immer, weil es ein Bedrohungsszenario gibt, weil man sich geeinigt hat hinter den Kulissen, dann ist es sehr schwer für ein Gericht, daran vorbeizukommen und die Angeklagten gleichwohl zu überführen. Die Familien erkennen die deutsche Justiz nicht an, lassen Streitigkeiten lieber von Menschen wie Hassan Alusch schlichten. Alusch fungiert als eine Art interner Friedensrichter. Doch selbst er trägt eine kugelsichere Weste. Sein Bruder, auch er war Mittler zwischen den Clans, wurde erschossen. Wozu brauchen Sie sowas? Alle Sicherheit. Ja, und das hilft mir mit Sicherheit, weil ich bin bedroht. Ja, ich und mein Bruder, und sie haben meinen Bruder ermordet. Am 2004, am 2002 haben sie ihn Schultern getroffen, aber am 2004 haben sie ihn ermordet. Und deswegen ziehe ich immer die Weste an. Der deutsche Strafvollzug, sagt Hassan Alusch ganz offen, wird von seiner Klientel als Kindergarten wahrgenommen. Und die Existenz der Familie ist sowieso gesichert. Alusch weiß, wie manche in seinem Umfeld denken. Wenn ich gehe in den Knast, mir ist egal, meine Frau, meine Kinder bekommen von der Stadt ihre Miete, ihren monatlichen Lebensunterhalt, ja, was wir verdienen dabei, das machen wir die Tasche voll. Heißt, auch dann, wenn Clanmitglieder wegen ihrer Taten hinter Gitter wandern, ist das nicht wirklich eine Strafe. Trotz krimineller Millionengewinne fallen die Clans noch dem Steuerzahler zur Last. Nach unserem Erkenntnisstand dürften 80-90% von Hartz IV leben. Und die Fahrzeuge, die hochwertigen Fahrzeuge, die teilweise
die man im Straßenverkehr sieht. Dabei dürfte es sich in der Regel um Mietfahrzeuge oder um geleaste Fahrzeuge handeln, sodass wir da auch so ohne weiteres nicht rankommen. So rast im Oktober 2008 ein Hartz-IV-Empfänger mit einem 90.000 Euro BMW über eine rote Ampel. Ein Rentner wird angefahren und stirbt. Der Täter aus einer polizeibekannten libanesischen Großfamilie fährt einfach weiter. Wir sind verabredet mit dem Migrationsbeauftragten des Bezirks Neukölln. Auf dem Weg zur Arbeit fielen ihm jugendliche libanesische Drogendealer auf. Sie wurden immer jünger. Als zum Schluss auch nur ein 12-Jähriger auftauchte, ist mir der Geduldsfaden gerissen. Ich habe das dann von Weitem fotografiert und sie sind dann in der U-Bahn hinter mir her, haben das Messer gezückt und haben mich bedroht. Ein Erlebnis, das Arnold Mengelkoch nur schwer verkraftet hat. Bereits in den Schulen terrorisieren die Kinder der Clans ihre Mitschüler. Bis vor kurzem hatte der Bezirk Neukölln deswegen privaten Wachschutz an Schulen beschäftigt. Der Bezirk bekam das Problem in den Griff, investierte aber mehr als die Hälfte seines frei verfügbaren Jahreshaushaltes in diese Maßnahme. Wir hatten vor 3-4 Jahren über 50 Gewaltvorfälle in unseren Neuköllner Schulen, begangen in der Hauptsache von den Söhnen kurdisch-libanesischer Großfamilien. Ja? Das ging so weit, dass also wenn die jüngeren Geschwister sich beleidigt fühlten in der Schule, dass sie dann per Handy ihre Eltern und Brüder gerufen haben und die haben dann in der Schule die Mitschüler drangsaliert und geschlagen, haben nach den Lehrern geschlagen und in einem Fall auch den Direktor geprügelt. Also wir hatten den Fall, dass ich dann zu Hause bei der Familie mit der Mutter redete und sagte, ihr Sohn kommt doch ins Gefängnis, wenn er so weitermacht. Er wird doch demnächst 14. Und sie sagte dann, Herr Mengelkoch, das macht doch nichts. Haft macht Männer. Mit einem solchen Wertesystem ist Integration unmöglich. Doch abgeschoben werden können die Straftäter selbst nach mühsam festgestellter wahrer Identität nicht. Nach Auskunft des Innenministeriums weigert sich die Türkei seit Jahren, diese Straftäter wieder aufzunehmen.